Wir haben jetzt nochmal die Gelegenheit, gleich noch ein bisschen an Fragen und auch am Chat nochmal zu partizipieren. Also nochmal die Aufforderung von unserer Seite hier, tippt eure Fragen ein, auch zu dem nächsten kommenden Referat. Es wird ein Doppelreferat sein. Der Referent, der hier beginnt, in Arnsberg, wird dann rüberschalten nach Bayern zu Martin Reckziegel als sein Co-Referent. Und als ich den Christopher gerade fragte, der noch bis justamente vor einer Minute sein Manuskript suchte, was irgendwie verloren gegangen war auf dem Weg hier rein, das aber mittlerweile gefunden hat, glücklicherweise, als ich ihn fragte, Christopher, was die anderen Leute von dir nicht wissen und was sich als Referent vielleicht auch auszeichnet, sagte er relativ selbstbewusst, Jörg, ich bin gar nicht vom Fach, denn ich bin Maschinenbauer. Und ich bin sozusagen Quereinsteiger. Und das finde ich in so einem Symposium, was wir ja auch, wir denken an die Wissenschaft aus Luzern, auch gleich der anschließende Referent kommt ja, wird ja aus der Schweiz, aus Luzern und zugeschaltet, finde ich gut, dass wir aus unterschiedlichen Disziplinen Referenten haben und diesmal keine Mikrobiologin, sondern einen Maschinenbauer. Christopher, das Auditorium gehört dir. Ich bin auf deinen Vortrag gespannt. Ich baue hier ab. Ja, vielen Dank, Jörg, für die nette Anmoderation. Also schönen guten Tag von meiner Seite. Ich bin der Christopher Köster und wie der Jörg gerade gesagt hat, über das Maschinenbaustudium vor 3 Jahren zu der Firma Wameco gekommen. Und ja, bin da jetzt für die hydraulische Planung und Entwicklung eigentlich zuständig. Und wie Jörg schon angekündigt hat, mit mir an meiner Seite ist heute der Herr Martin Reckziegel. Der stellt sich dann gleich vor. Genau, der Martin Reckziegel stellt sich gleich vor. Und dann würde ich eigentlich an dieser Seite sagen, dass wir beiden Ihnen zusammen das Thema Wohnungsstation näher bringen wollen und zeigen wollen, wofür ist die Wohnungsstation eigentlich da, wie wird sie in das Hausnetz integriert, von welchem Standpunkt der Technik, das heute zumeist gebraucht wird, kommen wir eigentlich und wohin oder das Ziel ist die digitale Vernetzung und welche Schritte mussten dafür eigentlich überwunden werden. Somit fangen wir mal an. Also die Wohnungsstation ist, wie Herr Diebel eben schon gesagt hat, für die dezentrale Trinkwasser in Gebäuden zuständig. Ja, und wie wird sie eigentlich jetzt mal einfach gesprochen in das System der Gebäude integriert? Und zwar über gemeinsame Versorgungsleitungen, Heizungsvor- und Rücklauf. Und wie sehen die heutzutage noch zumeist verwendeten Wohnungsstationen aus? Und so handelt es sich hier eigentlich um mechanische Wohnungsstationen. Das heißt, wie in dem Bild hervorgehoben, der Trinkwassererwärmung erfolgt über einen Proportionalmengenregler. Hierbei wird einfach nur die Trinkwassererwärmung am Drehknopf eingestellt, die Trinkwassertemperatur am Drehknopf eingestellt und die Station erwärmt das Wasser da drauf. Und auf der Heizungsseite haben wir, wie Sie alle kennen, die Thermostatköpfe, wie bei den Heizkörpern zu Hause, wo die Fußbodenvorlauftemperatur eingestellt wird. Das heißt, auf der ersten Folie gesehen sind Wohnungsstationen auch in diesem Status eigentlich schon vernetzt, nur auf der hydraulischen Seite. Aber informativ, das heißt Datensammlung, Daten, die man rausfiltern kann, sind hier eigentlich autark und abgekapselt. Das heißt, es gibt noch gar keine Möglichkeit, hier Zustände rauszufinden. Und wie kommt man jetzt auf den Standard, beziehungsweise was mussten wir machen, dass man auch Daten aus Wohnungsstationen rausholen kann? Das heißt, zum allerersten Punkt erstmal, die Elektrik muss die Mechanik ersetzen. Das heißt, wir haben einen elektronischen Kompaktregler, den Sie auch von unseren Frischwasserstationen kennen, integriert. Und dieser erfasst über verschiedene Sensoren, also Temperaturfühler und Volumenstromsensoren, die wichtigen Daten, die wir eigentlich brauchen. Das heißt, wir haben bei der Wohnungsstation zum Beispiel die Netzeintrittstemperatur, die wichtig ist, die Trinkwasseraustrittstemperatur, auf die wir hinausregeln wollen, die Fußbodenvorlauftemperatur und da uns das noch nicht ganz reicht, haben wir noch 3 spezielle Fühler, sage ich mal, ergänzt. Wir wollen wissen, was geht ins Netz zurück an Rücklauftemperatur. Wir möchten den Eintritt in den Wärmetauscher kennen und wir möchten die Außentemperatur mit aufnehmen, dass wir quasi unsere Fußbodenheizungsregelung witterungsgeführt fahren können. Somit hätten wir die Temperaturen der Station erfasst. Jetzt benötigen wir noch für einen Regelungsprozess die Volumenströme. Und dazu sind 2 Vortex-Volumenstromsensoren integriert worden. Das heißt, einmal auf der Trinkwasserseite, um zu wissen, wie viel Zapfvolumenstrom liegt eigentlich gerade an.
und auf der Netzseite, wie viel Heizungs- oder Netzversorgungswasser steht uns eigentlich gerade zur Verfügung. Ebenso kann der VACON, der Kompaktregler aus den Frischwasserstationen, über eine RS-485-Schnittstelle kommunizieren, damit wir wieder auf das Ziel Vernetzung hinauskommen und per SD-Kartenslot schon Daten abspeichern. Das heißt, über die Temperatursensoren und über die Volumenstromsensoren kennt der Regler jetzt eigentlich schon das gesamte Angebot. Er kennt die Temperaturen, er kennt die Eintrittsvolumenströme, er kennt seine Energie, die er hat. Und über die Programmierung, zu welchen Zeiten möchten wir eigentlich welche Solltemperatur auf der Trinkwasserseite haben, kennt er auch seinen Bedarf. Haben wir eine Zirkulation vorhanden, können wir auch diese programmieren. Und über die Außentemperatur und die Einstellung meiner Fußbodenheizung kenne ich da auch den Bedarf. Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich nach der Sensorik noch die Aktorik, um es umsetzen zu können. Und dazu wurden, wie oben links hervorgehoben, Schrittmotorantriebe eingesetzt. Und diese aus dem Grund, da sie sehr schnell regelbar sind. Und wenn ich meine sehr schnell, heißt das innerhalb von ein bis zwei Sekunden voll auf- und zufahren. Und durch die ganze Temperaturfühler und durch diese Schnell-Schrittmotorantriebe ist es möglich, eine gradgenaue Trinkwasser-Austrittstemperatur zu gewährleisten. Und ebenso für die Fußbodenheizung eine gradgenaue Vorlauftemperatur. Und da wir jetzt schon so viele Sensoren integriert haben und so viele Werte aufnehmen können, ist an dieser Stelle schon möglich, über den Regler eigentlich einen Plausibilitätscheck durchzuführen. Das heißt, stimmen die Temperaturen, können die Temperaturen sein, stimmt der Volumenstrom, der anliegt, und aus diesen Zuständen können wir schon Meldungen machen. Das heißt, wie wir gestern schon beim Mikromanagement-Server hatten, zum Beispiel eine Störmeldung, die Station mit unterversorgt. Das heißt, an dieser Stelle ist eigentlich schon möglich, mit der Station Daten zu erfassen, Werte auszulesen, zu speichern, zu monitoren. Aber wir sind noch nicht an dem Ziel angelangt, die zu vernetzen. Aber da ist, wie eben schon genannt, der Regler über eine RS-485-Schnittstelle verfügt, die Sie wahrscheinlich, wenn Sie uns Produkte einsetzen, schon von den Frischwasserstationen kennen, solide ist, sich bewährt hat und relativ einfach zu verkabeln ist und das Modbus-RTU-Protokoll eigentlich von jedem Leittechnikhersteller unterstützt wird. Es ist möglich, damit die Stationen, wie hier mal vereinfacht dargestellt, miteinander zu verbinden. Das heißt, über verschiedene Datenaufnahmen, wie den Außentemperaturfühler, ist es jetzt möglich, mit einer Station die Außentemperatur aufzunehmen und dann jede weitere Station in dem Netz weiterzugeben. Weil Sie möchten ja wahrscheinlich nicht, wenn Sie 20 Wohnungsstationen im Gebäude haben, 20 Außenfühler an die Fassade schrauben. Das sieht komisch aus. Und durch diese Technik ist eigentlich möglich, es alles über einen Master weiterzugeben. Weil wir nicht nur die Wohnungsstationen an sich vernetzen möchten, sondern mit unserem Zentralregler, dem VACON 380, im gesamten Gebäude vernetzen möchten, gibt es da die Möglichkeit, da der VACON zumeist eingesetzt wird, die gesamte Heizzentrale zu managen, über Speicher, über Wärmequelle, Solaranlage, Heizkreise und jetzt eben auch die Datensammlung der Wohnungsstationen, werden eigentlich alle ihre Daten des gesamten Heizraums an einer Zentrale gespeichert und aufgenommen. Das heißt, doch über die Auslesung der Daten der Wohnungsstationen ist es nun möglich, über den Zentralregler die Versorgung eigentlich leistungsgerecht zu fahren. Das heißt, ich muss nur noch die Energie in das Gebäude reinschieben, beziehungsweise nur noch die Versorgung in das Gebäude schicken, die eigentlich gerade benötigt wird. Ich muss keinen Überschuss mehr ins Gebäude geben. Und die Möglichkeiten oder die Vorteile für Sie als Betreiber ist, wenn der Zentralregler sogar ans Internet angeschlossen ist, haben Sie die Möglichkeit des Fernzugriffs, der Ferndiagnose. Das heißt, Sie müssen gar nicht vor Ort fahren, um zu schauen, ob alles richtig oder ob alles funktioniert. Sie haben die Möglichkeit oder den Vorteil der Fernwartung. Es geht von der Zentrale aus, ist es die Möglichkeit, jede Station per Update zu updaten quasi. Und das heißt, Sie brauchen eigentlich keine wichtigen oder nicht mehr für jeden Mieter einen Termin vereinbaren. Wenn Sie sich vorstellen, was das für ein Zeitaufwand ist, bis jede Wohnung begehbar ist, kann man quasi aus der Zentrale raus alle Wohnungsstationen updaten. Ja, und über die gesamte Datenspeicherung der Gesamtzentrale besteht nun auch die Möglichkeit des Monitorings mit den Wohnungsstationen. Was ja von ganz am Anfang, wenn wir nochmal zurückspringen, mit den mechanischen Wohnungsstationen überhaupt nicht möglich war, weil keine Datenerfassung da war.
Durch diese Möglichkeit besteht natürlich eine zurzeit noch händische Möglichkeit der Analyse meines Heizungssystems mit den Wohnungsstationen. Ist es plausibel? Ist es nachvollziehbar? Und da wir gestern schon von dem Herrn Volker Münch den Wameco Management Server vorgestellt bekommen haben und jetzt die Entwicklung von der mechanischen hin zur elektronischen gesehen haben, möchte ich Ihnen mit dem Herrn Martin Rexig eigentlich zeigen, wie das Ganze umgesetzt wird. Das heißt, wir haben das alles schon umgesetzt und zwar in einem Bauvorhaben mit zwei Einfamilienhäusern, die direkt nebeneinander stehen. Das heißt, in jedem Einfamilienhaus ist eine Wohnungsstation des Typs Vario Fresh Comfort eingebaut. Die ist dort für die Trinkwassererwärmung und Heizungsversorgung zuständig. Und in der Zentrale des Hauses ist ein Vacon 380, der die komplette Zentralmanagement übernimmt. Dieser Vacon 380 ist über das Internet mit dem Wameco Management Server verbunden. Das heißt, wir können uns jetzt Live-Daten annehmen. Es sind Live-Daten gespeichert worden. Und ja, an dieser Stelle würde ich eigentlich gerne an Martin Dreckziegel übergeben, der mit Ihnen jetzt schaut, welche Datenpunkte kann man annehmen. Wie kann man die Charts sich analysieren und was für Möglichkeiten ergeben sich dadurch eigentlich? Martin, an dieser Stelle würde ich sagen, bist du dran. Einige oder viele kennen mich vielleicht noch als langjähriger Geschäftsführer der Wameco. In meiner jetzigen Rolle als freiberuflicher Ingenieur bin ich bei Wameco unter anderem auch in die Projekte Wohnungsstation eingebunden. Ja, wie der Christopher schon sagte, eben Wohnungsstation live. Ich übernehme die Bildschirmpräsentation. So, jetzt müssten Sie meinen Bildschirm sehen. Jawohl. Wie er einleitend gesagt hat, eben zwei Wohnungsstationen verteilt auf zwei Gebäude oder zwei Einfamilienhäuser oder Doppelhäuser, so gesehen. Ein Zentralregler am Internet dran, über den Wameco Management Server hat man dann jederzeit Zugriff auf diese Anlage. Dazu starte ich den Wameco Management Server. Ich habe schon mal vorbereitet, damit das also alles ein bisschen flotter geht, insgesamt gesehen. Aha, mein Hintergrundbild hat sich gerade abgeschalten, okay. Gut. Also zurück, wir gehen von Arnsberg nach Kaufbeuren, dann wieder ein Stück weiter nördlich Richtung Köln. Hier hat man schon mal diese zwei Anlagen hier, kann man sie sehen. Also, und ich gehe jetzt mal in diese Anlage rein, ja, einfach deswegen, weil die auch das schnellere Internet hat. Geht man auf die Anlage, dann dauert es eine Weile, dann kommt der Startbildschirm. Also man geht jetzt auf diesen Zentralregler, auf den Vacon 380 und sieht eben live, was momentan passiert. Da sind die Wohnungsstationen in diesem Cockpit noch nicht dargestellt. Das ist noch noch in Erstellung. Aber was man sieht eben, momentan läuft die Wärmequelle. Solaranlage hat heute ja, eher weniger gebracht. Hier im Süden ist es strahlend sonnig, wahrscheinlich in Bergisch Gladbach eher weniger. Und hier sieht man die Temperaturen der Versorgung, die zu diesen Wohnungsstationen geht. Also da eben kurzer Überblick, was macht die Zentralanlage momentan? Auch wie warm ist der Speicher und so weiter. Ja. Geht man auf diesen Button, dann kommt man in die Datenauswahl, Diagrammanzeige für alle Datenpunkte, die also an dieser Anlage zur Verfügung stehen. So, hier hat man also diese Datenpunktauswahl. Man sieht da hier gemischt die Datenpunkte der Zentralanlage mit der Heizgruppensteuerung, die also gleichzeitig diese Netzversorgung darstellt und sieht dann hier auch schon mal dargestellt jetzt als Modbus-Teilnehmer die zwei Wohnungsstationen. Ja, also wenn man hier durchscrollt, ich hoffe, Sie können das so schnell mitverfolgen. Also Wohnungsstation 1, Wohnungsstation 2 sind eben jede Menge Daten dann sichtbar. Was eine ganz gute Eigenschaft ist vom Wameco Management Server, auch wenn man jetzt Daten nicht historisch mitloggt, man sieht hier immer die aktuellen Daten, ja, die also gerade momentan
vorhanden sind und ja, vielleicht nicht stören, wenn hier eine 412 steht. Man muss es immer durch 10 teilen beim Modbus. Das ist eine Darstellungssache. Also 41,2 Grad ist die momentane FE-Austrittstemperatur. Ja, möchte man nun Daten ins Logging übernehmen, dann kann man das hier tun, indem man auf Bearbeiten geht. Und jetzt sieht man schon, wo ist überall ein Logging gestartet und auch mit welchem Zeitintervall. Wenn ich jetzt die Austrittstemperatur mir betrachten möchte, ist natürlich mit 15 Sekunden, möchte ich ja relativ schnell sehen, wie sich die entwickelt, wie sich diese ändert. Also mit 15 Sekunden relativ ein kurzes Intervall. Dagegen die Heizkurvenvorlauftemperatur zum Beispiel wird nur jede Minute mitgelockt, Störungen und so weiter, sogar nur alle 7 Minuten 30 Sekunden. Ja, also das lässt hier die Auswahl einiger Datenpunkte zu. Und geht nun dann auf die Analyse. Dann erscheinen hier in diesem Auswahlmenü diese Datenpunkte, die eben vorher als Logging-Datenpunkte, als historische Datenpunkte ausgewählt wurden. Und hier eben diese beiden Wohnungsstationen zum Beispiel. Und die werden eben auch historisch mitgeloggt. Das heißt, wenn ich jetzt also mir interessante Werte anschauen möchte, Austrittstemperatur, Eintrittstemperatur, Volumenstrom und gehe 2 Tage zurück zum Beispiel, lass mir die Analyse anzeigen, dann sehe ich, was ist an dieser Wohnungsstation an diesem Tag passiert. Er lädt jetzt eine Weile. Aha. Jetzt kommen die Kurven. Gut, dann sehe ich hier unten als rot den Zapfvolumenstrom, also wann wurde gezapft und auch wie viel. Hier oben diese Kurve ist die Eintrittstemperatur in die Station, also die, was auch dann am Plattenwärmetauscher des Frischwasserwärmers anlegt, welche Temperatur. Und ja, zu dem Zeitpunkt dann eben auch die Austrittstemperatur. Ja, Sie sehen schon, wenn ich mit dem Mauszeiger drüber gehe, sehe ich die aktuell zu diesem Datum, zu dieser Uhrzeit aufgezeichneten Datenpunkte als Werte. So kann man sich praktisch dann auch entlang hangeln im Ganzen. Es ist jetzt ein ganzer Tag aufgezeichnet, sind natürlich relativ viele Datenpunkte, deswegen ist auch die Bearbeitung ein bisschen ja, langsamer. Noch dazu kommt natürlich auch die Übertragungsgeschwindigkeit jetzt durch das Zoom-Meeting. Na jetzt, okay, tut sich was. Also hier kann man dann auch durchaus Zeitpunkte rauszoomen. Ja, ich nehme mal diese Zapfung. Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen gespickt vorher schon und eine Stelle rausgesucht, wo sich denn auch was tut. Ja, in der Realität oder wenn man jetzt eine Störung oder einfach dieses Anlagenverhalten beobachten möchte, dann ja, kann man das also hiermit relativ gut tun. So, da hat jetzt zum Beispiel ein Duschvorgang wahrscheinlich um 6 Uhr, Start um 6.41 Uhr, sieht man hier genau. Und wie viel wurde gezapft? Da ist eine kurze Einseifpause wahrscheinlich drin oder möglich ist es auch diese hier oder haben 2 Leute hintereinander geduscht. So genau will ich es ja gar nicht wissen. Aber man sieht die Zapfmenge, man sieht die Eintrittstemperatur und die Austrittstemperatur. Ja. Und natürlich eben, ja, zu jedem Zeitpunkt von allen Wohnungsstationen. Das lässt natürlich, jetzt hat man nur die 2 Wohnungsstationen, aber wenn Sie eine größere Liegenschaft natürlich haben, also ja, 20 Wohneinheiten und so weiter und es kommt ein Anruf von einem Mieter, ja, irgendwas passt nicht und dann hat man hier die Möglichkeit, eben auch genau auf diese Station zu gehen, auch die historischen Daten sich anzeigen zu lassen und zu schauen, was war da los. Ne? Also es bietet eben vielfältige Möglichkeiten. Ja. So, ich gehe jetzt zum Beispiel nochmal auf einen anderen Datentag und sehe dann da auch eben
nach einer etwas Ladezeit, was hat sich an diesem Tag an der Station getan? Da haben wir es schon. Sieht also ähnlich aus. Ja, natürlich werden auch Meldungen und Störungen mit übertragen, die dann also hier mit auflaufen. Geht man in die Meldungshistorie, dann, ja, da kommen jetzt noch relativ viele. Also das sind so noch nicht ganz, aber gut, gehen wir zurück in die Analyse. Also hier die Daten der Stationen an sich und natürlich auch im Zugriff dann die Daten an der Zentrale. Ich nehme wieder den gestrigen Tag zum Beispiel und sehe dann, ja, wie hat sich jetzt die Netzvorlauftemperatur über den Tag verteilt entwickelt. Ja, also Sie sehen vielfältige Möglichkeiten. Digital vernetzt heißt bei Wameco eben, es geht übers Internet, über Server, über die Zentralregler, die die Daten einsammeln und speichern, bis auf die Wohnungsstationen. Wie der Christopher Köster schon erwähnt hat, ist aus meiner Sicht ein sehr großer Vorteil, um jetzt eine Analyse fahren zu können, nicht in die Wohnungen zu müssen. Ja. Es besteht auch die Möglichkeit, das möchte ich auch noch erwähnen, dass also hier über den Server bzw. über diese Zentralanlage auch Updates gefahren werden können. Also man kann eine neuere Firmware, ein Firmware-Update der Wohnungsstationen über diesen Zentralregler auf den Regler in der Station bringen, ohne nochmal die Wohnung betreten zu müssen. Eben, das ist ja immer ein nicht unerheblicher Aufwand. Hat man 20 Wohnungen, muss man da schon logistischen Aufwand treiben, um hier wirklich alle Mieter anzutreffen. Ja, das war ein Live-Ausflug und ja, kurzer Ausblick in die Zukunft. Jetzt haben wir gesehen, gut, also man kann hier über diesen Zentralregler eben die Stationen monitoren. Genauso kann natürlich der Zentralregler sich jederzeit von den Stationen auch Daten holen, verarbeiten, zum Beispiel welchen Bedarf hat diese Station momentan, wie hoch ist die gewünschte Vorlauftemperatur, wie hoch ist die eingestellte Trinkwarmwassertemperatur, wird was gezapft oder nicht, und der Zentralregler hat dadurch, dass er Zugriff hat auf diese Mischereinheit, die also die Netzversorgung einreguliert, die Möglichkeit, sowohl durch die Pumpendrehzahl als auch durch Einregulieren der Vorlauftemperatur das Netz auf eine optimale Temperatur zu halten. Bei dieser Anlage, die wir eben gerade gesehen haben, ist es zum Beispiel so, dass also hier auch eine Solaranlage dranhängt. Das heißt, man hat im Sommer natürlich höhere Speichertemperaturen zur Verfügung, die man also ja in der Regel dann gar nicht kennt, so wie sie sich halt einstellen. Aber er kann aber über diese Einheit dann dennoch die Temperatur, die Versorgungstemperatur zwischen Stationen einregulieren lassen. Ja, also und da wird also digital dann auch noch weiter gedacht, indem man da natürlich die Effizienz, die da drin steht, mittels der Informationen, die man über diese ganzen Stationen hat, auch noch steigern kann. Ja, Wohnungsstation neu gedacht, digital vernetzt, direkter Technikzugang, haben Sie gesehen, es ist alles vernetzt sozusagen. Es ist einfach, dadurch, dass alles aufeinander abgestimmt ist, von der Wohnungsstation, Regelung über die Zentrale, über die Server, die dafür notwendig sind, lösungsorientiert, damit haben Sie alles unter Kontrolle. Und damit möchte ich auch wieder zurückgeben von Kaufbeuer nach Arnsberg und zurück an den Christopher Köster. Ich muss mal die Regie bitten, dass ihr die Fragen einwerft, damit wir uns das gleich nochmal angucken können. Super. Ja, also herzlichen Dank nochmal
von unserer Seite. Ich spreche dann im Namen, glaube ich, von allen Zuschauern und allen Zuhörern da draußen. Der Chat und der Fragekatalog ist jetzt wieder aktiv gewesen. Wir haben auch mittlerweile fast 100 Teilnehmer aus den unterschiedlichen Nationen, wie ich das gerade live sehen kann. Ich versuche mal so ein bisschen zu akzentuieren als jemand, der ja von außen drauf guckt. Das heißt, das Erste, was ich so mitgenommen habe, ist, was eine Besonderheit dieses gradgenaue Temperieren, dass wir das jetzt möglich haben, Christoph, wenn ich richtig verstanden habe, und dass wir jetzt die Zeitpunkte, wann wir die Temperaturen in welchem Maße zu erhöhen haben. Weil das war etwas, was bisher vielleicht noch nicht so richtig rausgearbeitet worden ist, zumindest aus meiner Fremdwahrnehmung heraus. Die Erfahrungswerte, die ja bei euch, bei den Firmen vorliegen, liegt ja daran, dass ihr dann wisst, wann was wie zu tun ist. Und das ist natürlich gerade bei einer Digitalisierung, sprich bei einer Algorithmisierung notwendig, weil ohne Erfahrungswerte hilft ein Algorithmus nichts. Oder Martin, wie siehst du das? Der Martin ist nicht... Ist nicht. Martin, wir hören dich leider nicht. Der Ton ist leider nicht an bei dir. Okay, pass auf, solange wir dich noch nicht hören, mache ich mal mit Christoph in Arnsberg weiter. Das kriegen wir technisch vielleicht dann gleich noch mal hin. Ich bitte um Entschuldigung. Jetzt auf der Ziellinie haben wir schwächeln sie ein wenig, aber das kriegen wir gleich hin. Ich denke, Kaufhorn können wir gleich wieder dazu schalten. Ich nehme mal jetzt ein paar Fragen aus dem Chat bzw. aus dem Frage- und Antwortkatalog aus. Das erste war, kann ich Wärmemengenzähler auch auslesen? Da weiß ich sogar die Antwort drauf, nein, noch nicht. Die nächste Frage ist, was kostet eine Station an mehr im Vergleich zu der Standardlösung? Ich wollte erst deine Frage von eben aufgreifen, die du eigentlich an Martin gestellt hast. Okay, dann übernimm du die Frage von Martin und dann gehen wir weiter vor. Bitte schön. Also die gradgenaue Regelung, sage ich mal, war vorher mit der mechanischen Station ja auch schon möglich. Das heißt, sonst wären die Stationen nicht eingesetzt worden. Ja. Aber durch die Möglichkeit der Elektronik und der Datenerfassung ist es natürlich möglich, dieses noch aufzuzeichnen, mit ins Monitoring zu nehmen und eigentlich schneller zu handeln. Also der Schnellantrieb handelt schneller als der proportional Mengenregler in der mechanischen Station. Ja. Und die Erfahrungen eigentlich, die daraus gekommen sind, kommen aus der Frischwassertechnik, aus den zentralen Anlagen. Wenn man über das neuronale Netzwerk sich verschiedene Zustände schon zu merken, wie du gesagt hast, die Erfahrung, die ihr schon habt, das kommt eigentlich daraus. Ja. Das ist ein bisschen Martin vorgegriffen. Okay. Also ich gehe deswegen darauf ein, weil ich habe ja der eine oder andere, der mich in meinem Hintergrund so ein bisschen kennt, weiß, dass ich ja relativ viel mit Ingenieuren, unterschiedlichen Ingenieur- und Maschinenbaudisziplinen zu tun habe. Und ich sage mal so, in einer digitalisierten und vernetzten Welt, es gibt da draußen eine ganze Reihe von Startups, da sitzen Menschen, die haben von dem Fach keine Ahnung, aber machen destruktive Techniken und bieten Software an und auch Reglerlösungen und Managementlösungen, die aber nicht vom Fach kommen. Das heißt nicht, dass das zwangsläufig schlecht sein muss, aber ich würde schon ganz gerne darauf hinweisen, dass wenn Menschen wie ihr solche Regler bauen, dass natürlich da auch die ganze Expertise inside ist. Das ist einfach was anderes, wenn dann Christopher und Martin Reckziegel so etwas tun. Ich kriege hier gerade die nächste Nachricht reingeworfen, dass da eben sehr viel Expertise, das heißt 20, 30, 40 Jahre Technikerwissen drin ist. Und das sollte man eigentlich nicht unter den Scheffel stellen, finde ich. Also deswegen jetzt nochmal von meiner Seite, da ist Expertise drin, das ist dieser Smartness-Faktor, der da drin ist, den ein Fachfremder sicherlich auch in Teilen bringen kann, aber ist nicht eben so einfach. Ne? Gut, gehen wir nochmal die Fragen durch. Ich greife nochmal die Frage auf. Wir haben hier was in der Schweiz, heißt es, haben wir die Vorlauftemperatur bei der Fußbodenheizung ist bei maximal 35 Grad. Lohnt sich eine Wohnungsstation? Martin, möchtest du das übernehmen oder wenn du jetzt zu hören bist? Ah, du bist immer noch auf. Also Kaufbeuren, wir verabschieden Kaufbeuren. Kaufbeuren. Martin, du musst vorsichtig sein. Ich mache kurze Übersetzung. Ich weiß nicht, kurze Kulturtheorie. Dieses heißt kein Ton im normalen Leben, heißt keine Luft im Tauchen.
und heißt, ich will mit dir schlafen, wenn du von den Salomonen bis nach Tahiti unterwegs bist. Also seid vorsichtig mit den Zeichen. Also das hier ist immer sehr, sehr heikel untereinander. Okay, Spaß beiseite, kleiner Aufweiterer zwischendurch. Wir haben ein bisschen Zeit, ich versuche das ein bisschen zu strecken. Also Martin kriegt gerade keinen Ton raus. Haben wir noch jemanden, der kompetent ist und sagt, wie kriegen wir die Frage am besten beantwortet? Wiederholt nochmal aus der Schweiz, wird gefragt, es ist die Vorlauftemperatur bei der Fußbodenheizung, die bei 35 Grad rechtlich da wohl liegt. Lohnt sich da eine Wohnungsstation? Wie sieht das aus? Also die Wohnungsstation funktioniert. Also das ist, wie Sie auf der zweiten Folie sehen konnten, das heißt, die Station wird dann mit 55, 60 Grad ungefähr aus dem Versorgungsnetz gespeist. Und die Regelung für die Fußbodenheizung an sich, die findet über den zweiten Stellantrieb statt, der zu sehen war. Das heißt, da wird eigentlich runtergemischt für den Fußbodenheizkreis. Okay, dann haben wir die Frage, glaube ich, auch beantwortet. Lass uns nochmal gemeinsam, Christopher, durchgucken, was wir da noch haben. Wärmemengenzähler haben wir gerade. Thomas, kannst du uns nochmal ein bisschen runterscrollen, ob wir noch was finden? Können wir bitte ausgelesen werden, das haben wir gerade. Hier haben wir noch eine Frage. Ne? Welche Möglichkeiten gäbe es, die Vorlauftemperatur von 20 Grad befristet zu denken und den Wärmewert und auf 60 Grad zu befristet zu senken und den Wärmemengenerzeuger takten zu lassen? Und das vor dem Hintergrund der notwendigen PWH-Temperatur. Der Martin gestikuliert, aber Martin, wir sind ohne Ton bei dir, also von daher, die Gestik hilft uns an der Stelle nicht weiter. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, als Fachfremder, scheint das damit zusammenzuhängen, welche Temperaturen überhaupt anliegen zu diesem Zeitpunkt. Ja, also nochmal ein Versuch der Antwort, Christopher. Also wie ich eben schon gesagt habe, es ist halt möglich über die Vernetzung der Stationen den Bedarf eigentlich zu ermitteln. Das heißt, welcher Bedarf liegt eigentlich gerade bei den Stationen vor? Mhm. Und darüber hinaus können wir mit dem Zentralregler jetzt nur die Energie ins Netz schieben, die wir gerade brauchen. Das heißt, ich muss gar nicht unbedingt immer die 60 Grad ins Netz schieben, beziehungsweise ich muss nicht unbedingt die große Energiemenge ins Netz schieben. Ich muss eigentlich nur das reinbringen, was gerade benötigt wird. Ich brauche nicht unbedingt 60 Grad im Heizungsnetz, um bei meiner Frischwasserstation, bei meiner Wohnungsstation 45 Grad warmes Wasser zu erzeugen. Je nachdem, wie es ausgelegt ist, reichen uns eventuell auch nur Überhöhungen von 5 bis 10 Kelvin. Okay. Das heißt irgendwo zwischen 50 und 55 Grad Vorlauf der Heizungsseite. Okay, scrollen wir noch mal ein bisschen in Frage durch. Ich glaube, die meisten Fragen haben wir angedeutet bzw. indirekt beantwortet. Da sind wir, glaube ich, sauber. Wurde eben falsch beantwortet. Also wir haben auch Leute dabei, die sich da eine Präzisierung wünschen, und zwar zu welcher Frage genau. Das ist die Frage von Michael, glaube ich, gewesen. Hat der Michael sich auch eine andere Frage hier? Lohnt sich eine Wohnungsstation? Ach so, das war die lohnt sich die Wohnungsstation? Lass uns mal weiter runter scrollen, wir sehen es leider hier nicht. Danke sehr. Lohnt sich eine Wohnungsstation bei einer Wärmeverteilung im Niedertemperaturbereich? Da haben wir noch die Frage. Auch, genau, mit dem Verweis auf Walter Diebels Vortrag von vorher. Es gibt immer diesen eventuellen Turnaround-Punkt, ab wo es dann teurer ist, die dezentrale Variante zu nehmen. Aber wenn ich jetzt dieses Niedertemperaturthema aufgreife, dann gibt es auch die Möglichkeit der Vierleiter-Wohnungsstation. Das heißt, ich fahre mein Hochtemperaturnetz für die Trinkwasserbereitung und ebenso kann ich ein Niedertemperaturnetz für die Fußbodenheizung fahren. Das heißt, es ist beides möglich. Ich sehe schon die Ingenieure hier im Hintergrund gestikulieren und sagen, ja, die Antwort ist richtig. Das, wenn ich jetzt Günther Jauch wäre, würde ich sagen, dafür gibt es eindeutig 5.000 Euro. Sie haben die Frage hinreichend gut beantwortet. Ich hoffe, der Michael sieht das ähnlich, dass er jetzt, dass er da mit der Antwort zufrieden ist. Wie wir es schon beim Walter Diebel gehört haben, ist tatsächlich eine fallspezifische Entscheidung und hängt mit dem Gesamtverhältnis der zu kalkulierenden Komponenten zusammen. Ja, dann wäre von meiner Seite, wenn ich das hier so sehe, sind wir mit den Fragen durch. Danke. Auch danke, Michael, nochmal für die Bestätigung, dass du damit zufrieden bist. Darum geht es uns ja vor allen Dingen hier in diesem Dialogform, die wir hier über mehrere Monitore uns gerade einblenden. Deswegen sehen Sie gerade in meine Augen hier mehrere Monitore gerade parallel ablesen. Wenn ich das so gerade überblicke, sind wir, hier oben haben wir noch was mit dem MID-zertifizierten Zähler.
Die Frage habe ich jetzt bisher noch nicht gesehen von Markus. Könnt ihr das lesen? Kann ich über das System auch an Heizkostenabrechnung gemacht werden mit zertifizierten Zählern? Bitte? Noch keine Wärmemengenzähler auslösen. Ah, okay. Da sind wir wieder bei dem Thema der Wärmemengenzählerauslösung, kriege ich gerade zugerufen. Da ist also der mitzertifizierte Zähler eigentlich hinfällig, weil das ist noch eine andere, soweit sind wir sozusagen an dieser Stelle noch nicht. Das heißt nicht wir, sondern hier dieses präsentierte System. Ja, dann hätten wir aus meiner Sicht die Fragen und den Chat. Ich gucke noch auf den Chat rüber. Nee, der Chat hat sich jetzt auch, jetzt sozusagen befriedigt. Der Chat hat jetzt auch aufgehört zu rollen. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, wir werden jetzt mit dem Referat dann auch durch. Nein, keine weiteren Fragen kommen rein. Dann machen wir auch hier die Fragen dann Schluss. Herzlichen Dank für das wunderbare Interesse. Hier in dem zweiten Referat in unserem letzten Block. Martin, es tut mir leid, dass ich deine Stimme nicht mehr hören konnte. Manchmal ist die Kommunikation in Kaufbeuren oder von Kaufbeuren raus ein wenig suboptimal. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es wird technischer Natur sein. Lass es mich einfach so sagen. Schön, dass du genauso drüber lachst wie wir alle. Schade um die letzten 5 Minuten, aber ich glaube, dass wir haben das hoffentlich für alle noch befriedigend beantworten können, auch wenn du sicherlich mit deinen langjährigen Erfahrungen derjenige bist, der das hätte wahrscheinlich noch schöner formulieren können. Danke, herzlichen Dank dazu.